Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Gothic 2, die Nacht des Raben, bei einem Feuerteufel, den ich versuche zu umgehen, indem ich mich herumschleiche. Es hat scheinbar funktioniert, dafür bin ich einem Steinwächter in die Arme gelaufen. Da ist nichts zu. Aber das macht nichts, mit denen kann ich umgehen. Wer kommt hier? Steinwächter, sehr gut. Könntest du bitte mal einen Klipfentreffer landen? Dankeschön. Nicht so. Meine Güte. Das hat ja lang gedauert. So, ich fürchte, ich muss da rein. Dahin, wo der dämliche Läufer ist. Ich denke mal Schattenläufer. Die sehen so aus wie Schattenläufer, diese Feuerteufel. Und das sind, glaube ich, einfach Schattenläufer, nur halt mit Feuer. Ne? Und so. Gut, wie kriege ich 130 Leben? 70 und 50 macht 120. Und dann zwei Beeren, denn Vitamine sind gesund. Ich habe die ja auch erst seit ein paar Wochen in der Tasche. Die sind bestimmt noch frisch. 305. So, rein geht's. Ich fürchte mal, der wird mich gleich anspringen. Ich check mal vorher aus. Da hinten ist eine Truhe. Da ist eine Steintafel. Die Halbpflanzen sind mir erstmal egal. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schnapp mir den hier mal. Bis er mir folgt. Dann locke ich ihn hier raus. Uah! Was? Ist da noch einer? Da ist die gelbe Steintafel. Okay, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Ah, das hat ja super geklappt. Meine Güte. Das hat ja großartig geklappt. Ich habe jetzt eine Idee. Ich hab doch diese ganzen Tränke und das Snapperkraut, mit denen ich rennen kann. Ne? Und so. Wofür habe ich das denn bitte, wenn nicht genau für sowas? 5 Minuten. Sollte ausreichen. Rein da. Tafel nehmen, umdrehen und weg. Tschüss, Feuerteufel, ich bin weg. Das war's. Tempel geschafft. Verdammt. Verdammt. Was? Nur weil ich geladen habe, ist die Tür wieder zu. Wie fies. Naja, was soll's. Ich bin raus. Ich hab sie geschafft. Ich hab sie geholt. Ich hab's geschafft. Yippie-yay, Schweinebacke und so. Und das Schöne ist, durch den Geschwindigkeitstrank bin ich jetzt auch gefühlt doppelt so schnell wieder zurück, um alles abzuschließen, wie vorher. Leider habe ich keinen roten Tränenpfeffer gefunden. Das heißt, es führt jetzt wohl kein Weg dran vorbei. Entweder zu schauen, was für eine Quest ich als nächstes bekomme, wenn ich jetzt alle Steintafeln habe, oder nach Corinis zu gehen. Schauen wir mal, was die nächste Quest wäre, die dann kommt. Zu den Piraten muss ich nicht. Genau, ich gehe direkt hier zu den Magiern. Und schau mal, was sie dazu sagen, dass ich hier die letzte Tafel gefunden habe. So, erstens mal das Unwichtigere von beiden. Hey, was? Satan, stehst du denn hier? Adanus. Ja, ja. Windows sein mit dir. Den da will ich. Nein! Verdammt! Hä, was? Den kann ich ansprechen über Quarotron? Wie war? Du sollst sein Grab. Ich habe. Ja, ja, okay. Quarotrons Grab ist, wenn ich das richtig verstehe, das, wo Raven drin ist. Und da komme ich leider nicht rein. Ohne die ganzen Steintafeln. Merdarion. Du kannst mir mein Mana steigern? Nee, ich suche Riordian. Den ich jetzt über den Tempel ansprechen, zum Tempel ansprechen kann. Du bist Myxia, oder? Nefarius? Hey, du. Was hast du denn? Du kannst mir Runen beibringen, sehr gut. Ah, kannst du mir Blitzschlag beibringen? Ist das erster Kreis? Nee, ne? Das wäre zu schwach. Das ist nur Blitz, genau. Es ist zweiter Kreis. Nein. Ah, Blitzschlag ist wohl dritter Kreis. Und ist ja ätzend, dass man jedes Mal zurückkommt. Kugelblitz, was? Ist Blitzschlag vierter Kreis? Oder habe ich ihn übersehen beim zweiten? Faust, Eispfeil, Feuerball. Nö. Dann ist der Blitzschlag wohl ein Kreis 4 Zauber. Oder Nefarius kann er nicht. Das kann natürlich auch sein. Das will ich mal nicht ausschließen. Natürlich der Letzte. Nein, auch du bist der Falsche. Meine Güte. Wo ist denn dieser Riordian? Hä? Ist er in der Mitte? Nee. Wo steht denn der? Ist der da drin? Geh bloß weg mit deiner Magie! Du bist doch selber Magier.
Reg dich nicht so auf. Wo ist Riordian? Ich will mit ihm reden über das Grab. Wo ist denn der? Ach, Menü. Da unten ist natürlich keiner. Naja, was soll's. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hab hier... Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Du hast uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich danke dir. Das wird uns in unseren Studien einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Na, da bin ich ja gespannt. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für dich. Komme später wieder. Ah, schade. Ardanos möge dich schützen. Ja, da, ich bin gespannt, was ihr jetzt rausfindet, ne? Und so. Was habt ihr denn jetzt alles rausgefunden? Erzähl mal. Noch gar nichts, ne? So wie es aussieht. Warte mal. Du auch nicht? Darion, warst du das? Nee, du warst der, genau, mit dem Mana. Wo ist Riordian? Verdammte Axt. Der muss doch hier irgendwo sein. Ist er hier oben irgendwo? Ich will dem doch nur erzählen von der Ruine. Ach, da ist er. Wie habe ich den denn übersehen? Wie zum Henker habe ich den übersehen? Keine Ahnung. Warte mal. Naja, egal. Ich habe ihn ja jetzt. So. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Ja, das werde ich tun. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Ich danke dir. Okay. Ach, und jetzt hat der Trank auch nachgelassen. Kannst du mir irgendwas verkaufen fürs Tränkebauen? Nein, kannst du nicht. Okay, gut. Ich habe hier jetzt leider auch nicht, was Myxir will. Was? Hä? Wann hat der mir das hingegeben? Myxir? Wann? Habe ich das weggeklickt? Verdammt. Oder ist das ein Bug? Myxir, erzähl mal. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Baum... Text. Das kennen wir. Was? Habe ich das weggeklickt aus Versehen oder ist das ein Bug? Keine Ahnung. Also die Quest sagt, ich soll den Geist des alten Kriegerfürsten Gehodrun erwecken und ihn um Rat bitten. Ich habe ein Schriftstück mit einer Zauberformel, die ich an Quahodrons Grab im Westen laut vorlesen soll. Wo ist denn die Zauberformel? Lieferung, nicht der Hinweis. Und wie zur Quahodron-Beschwörung, tatsächlich. Igoria Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Ja, das weiß ich. Welches Grab war noch gleich das von Quahodron? Hätte ich mal aufgepasst. Dann wüsste ich das. Tja. Ich kann doch... Ach, richtig. Ich habe doch hier einen Magier zu meiner Verfügung, der das weiß. Nein. Es war Riordian. Ach, Leute, hört mal auf, ständig eure Position zu wechseln. Das ist echt nervig. Ah! Ist das böse? Jetzt bist du wieder da. Nee, wegen der Herrenhäuser. Doch. Hey, du. Im Osten gibt es eine große... Soweit wir das von hier aus beurteilen. Wenn ich du wäre, du meidest besser den... Im Westen, ich bin mir nicht... Scheint sie aber nicht so... Das weiß ich alles schon. Nee, ich wüsste gerne... allgemeine Infos, die Sprache der Bauer, ja, bla 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 bla. Ach, verdammt. Ich mach mich mal eben schlau. Und dann... Oder kann mir das einer von euch sagen? Nefarius vielleicht? Nee, Nefarius kann mir nur die... Hey! Runen beibringen.
Verdammte Axt. Welcher war Quahodron? Es wird einer von den beiden gewesen sein im Südwesten. Adanus Mö. Ja, ja, ja. Habe ich denn noch eine Tafel, auf der irgendwas in dieser Richtung steht? Hey, wo ist denn meine rote Tafel? Da. Die letzten drei Anführer. Ja, ja, ja. Okay, das ist Radames Grab bei den Banditen. Grüne Steintafel. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut. Nur er weiß, wo die Pforte öffnet. Nein! Verdammt, ich wollte die Steintafel. Da muss ich dann nochmal kurz mit Fisk quatschen. Nun denn, ich hau mich mal eben hier aufs Ohr. Es ist nämlich schon 18.58 Uhr. Und damit wird's bald dunkel. So, was habe ich da gerade genommen? Keine Ahnung, brauche ich nicht. Hier, bis zum nächsten Morgen. So, bin wieder fit und ausgeruht. Und es ist vor allem auch wieder hell, ne? Okay, ich brauche nochmal einen Blutfliegenstachel. So. Und ich muss zu Quahodrons Grab. Und dazu... So, wie war das? Quahodrons Grab im Westen. Nun, im Westen gibt es zwei. Ich sag's mal so, im Westen gibt es zwei. Und eins... Nee, es gibt drei. Ah, okay. Die Bibliothek ist Schrengel im Norden. Also gibt es eigentlich nur die beiden links unten. Eine von den beiden wird es schon sein. Die Frage ist, wird der Einsiedler... Ja, er ist sauer auf mich, wenn ich als Bandit hier komme. Ich hoffe mal, das vergisst er gleich wieder, wenn ich als Magier zurückkomme. Ich hoffe doch mal, dass den das dann nicht weiter stört, wenn ich hier jetzt wieder... Ups. Ups. Was? Zum Tal? Doch ja, genau, zum Tal. Ich Depp. Da will ich doch hin. Jetzt bist du mir nicht mehr sauer. Okay. Ja, yep, sorry, da habe ich kurz... Da bist du ja wieder. ...nicht aufgepasst. Okay, also, ich versuch's einfach mal direkt hier. Das ist das Erste, was hier um die Ecke liegt. Was soll's. Und wisst ihr was? Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen angetan von der Geschwindigkeit. Wo ist es denn, Snapperkraut hier? 15 Sekunden sollten reichen, um den Großteil der Strecke hier zurückzulegen. Ja, okay. Knapp. Knapp, aber hat wohl gereicht. Knapp gereicht. Egal, was soll's. Passt schon. Hab mir ein paar Sekunden gespart und euch vor allem auch. So, ist das Quahodrons Grab? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal aus. Ich hoffe mal. Ich muss hier jetzt nicht groß kämpfen. Ich speichere mal vorher. Hab für lange nicht mehr gespeichert, ne? Zuletzt bei dem... Bei der Bibliothek, bei den Feuerteufeln. So, hier, die Beschwörungsformel. Wo ist sie? Da. Igoriath Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Mist. Wo genau soll ich das... In Quahodron... An Quahodrons Grab? Okay, das Grab könnte natürlich eine von diesen beiden Sarkophagen hier sein. Ich probier's hier nochmal. Igoriath Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Okay, tut's nicht. Okay, dann 5 Minuten und... Ach, jetzt habe ich zu früh auf die 4 gedrückt. Ich wollte kurz meinen Zauber ziehen, damit ich mich hier schneller drehen kann. Nun, da muss ich jetzt halt eben zum anderen Grab. Eins von den beiden wird es wohl sein. Naja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die jetzt noch bleibt. Es sei denn, ich habe die falsche Position erwischt, aber das glaube ich nicht. Also so wie das im Questbuch steht, muss ich da einfach nur irgendwo mittendrin stehen. Oder ist das Grab was anderes, wo ich noch nicht war? Nee. Oder? Quahodrons Grab? Wo ist denn Quahodrons Grab? Gute Frage. Wow, wo kommt denn der Ork her? Der ist doch schon weg gewesen. Moment. Doch hier einen tollen Eisblock.
Sag mal, was? Eremils, zu Hülf! Das Wichtige ist nur, dass ich den letzten Schlag mache. Und dass ich nichts mehr abkriege, wenn ich mir so gut wie tot. Aber das scheint ganz gut zu klappen. Ich bin gerade froh, dass ich ihm die Rüstung gegeben habe, denn sonst wäre er wahrscheinlich schon lange tot, so viel wie er gerade einsteckt. Ja, so muss man es den Biestern geben. Ja, der wäre tot. Und ich bin auch fast tot. Meine Güte. Das war extrem knapp. Oh, einen Lebenspunkt habe ich noch. Einen einzigen. Hui. 360. Wie kriege ich 360? 140, 210, 280. Warte. Genau, doch, genau. Drei davon. Macht 210. Und 210 und 50 macht 260. Und dann fehlen mir noch 100. So, und außerdem brauche ich 50 Mana. Gut. Oh, ich kann immer noch rennen. Sehr gut. Wo kam der denn jetzt bitte her? Der ist doch mal runtergefallen in den Canyon. Ich dachte eigentlich, der wäre tot. Dann ist der wohl wieder neu gespawnt und war nicht tot und hat sich irgendwo unten rumgetrieben. Und ist dann, als ich wieder in die Gegend kam, an der Stelle erschienen, an der er ursprünglich wohl war. Tja, so kann's gehen. Nun denn. Von dem Troll halte ich mich mal lieber noch ein bisschen weg. Da bräuchte ich eine Monster-Schrumpfen-Karte. Karte, Blödsinn. Bin ja hier nicht bei Munchkin. Ich brauche eine Monster-Schrumpfen-Spruchrolle, so rum. Oder das Ganze als Rune. Aber ehrlich gesagt, ist glaube ich so wenig Trolle, das lohnt sich nicht als Rune. Das lohnt sich glaube ich wirklich nicht. So, keine Überraschung bitte. Wenn es hier irgendwelche Gegner gibt, dann würde ich das gerne vorher sehen. Nun denn, ich bin hier. Quahodron ist hoffentlich auch hier. Wo ist die? Da. Igoriath Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Hä? Wo ist denn da bitte Quahodrons Grab im Westen, wenn nicht das hier? Wo ist denn dann bitte Quahodrons Grab? Habe ich da irgendwas verpasst? Oder mache ich hier irgendwas falsch? Hä? Wo ist denn dann bitte Quahodrons Grab? Wenn nicht hier. Und auch nicht da links drüben, wo ich war. Oder muss ich hier wirklich direkt an die Särge ran? Igoriath Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert hier nicht. Okay. Das funktioniert hier nicht. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Muss ich das hier draußen machen? An dem Grab oder so? An dem Grab im Westen. Igoriath Torul, erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Tja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass das was wird. Wo könnte denn das Grab denn bitte noch sein? Ach, weißt du was? Ich mag das. Ich finde das super, dass ich hier so schnell bin. Die Wege hier sind so lang und ich bin so langsam und deswegen schlug ich hier nochmal so einen Trank. So, ist das hier denn ein Grab? Sieht mir nämlich nicht so aus. Als wäre das hier ein Grab. Hier ist zwar was vergraben, aber es ist bestimmt nicht das Grab von Quahodron. Oder? Ich versuch's mal. Aber ich bin ja... Also ich fände es ziemlich dämlich, wenn es das wäre.
Goriath Torul, erscheine mir, Quarhodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Nein. Das ist es nicht. Da oben bei dem Troll ist es hoffentlich nicht. Da werde ich zu allerletzt hingehen. Ist es diese Ruine hier vielleicht? Ich meine, die ist ja immerhin auch im Westen. Aber hier mal. Igoriath Torul, erscheine mir, Quarhodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Das funktioniert ja nicht. Nein, das funktioniert ja auch nicht. Okay, dann bin ich gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht muss ich ja hier tatsächlich, wie ich das ja schon mal vorhatte, einfach in diese Richtung weitergehen. Vielleicht gibt es da hier irgendwas Tolles. Auf jeden Fall gibt es ja eine Sumpfratte. Finde ich gut. Das gibt nämlich leichte Erfahrung. Fangheuschrecke. Ja, komm her. Ja, komm halt her. Und da rechts sehe ich gerade Snapper. Okay. Ich würde mal sagen, hier geht's definitiv noch ein ganzes Stück weiter. So wie das aussieht. Nicht M. B wollte ich drücken. Beziehungsweise C. Gut, ich würde mal sagen, ich heile mich hier gemütlich hoch offscreen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier weiter erforsche und dann Feldrüben esse. War das dumm? Wahrscheinlich war es dumm. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Bei dem Grab. Okay, ich laufe da nochmal hin und mache das Ganze nochmal. Ich glaube, die Feldrüben brauche ich noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.